Hallo Schizos! Herzlich willkommen zum nächsten Stream hier auf Twitch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht in die nächste Runde. Ich freue mich. Habe viel vorbereitet für heute. Und dann wollen wir mal schauen. Wir haben viel vor. Ich hoffe, es kommt noch immer mehr dazu, damit wir wieder richtig durchstarten können. Ja, vieles ist auf dem Plan für heute. Und das ist auch gut so, damit wir hier ja auch den Stream mit Inhalt füllen und beleben können. Und ich hoffe, wie gesagt, dass im Laufe der Zeit immer mehr Zuschauer hinzukommen. Das würde mich sehr freuen. Aber noch ist ja auch Zeit, also alles gut. Ja, ich kann noch mal kurz sagen, was heute so auf dem Plan steht, was auf dem Zettel steht. Ich gehe mal dafür rüber. So, sitzen tue ich hier nachher ja noch genug. Dann kann ich ja jetzt zu Anfang auch mal hier ein bisschen stehen. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, das ist hier mein Real Background, wie ich immer sage. Ich sehe gerade, die Kamera ist nicht so optimal eingestellt. Doch, okay, gut. So, das ist mein Real Background und damit ich nicht immer nur hier am PC sitze und hinter mir den Greenscreen habe, deswegen auch diesen Hintergrund. Ja, Freunde, und heute habe ich einiges vor. Ich habe wieder ein Quiz vorbereitet, ja, diesmal 10 Fragen. Ich hoffe, im Laufe der Zeit wird sich hier noch Nick einfinden im Stream. Deswegen warte ich noch mit dem Quiz. Ich hoffe, dass er heute hier dabei sein wird. Denn Nick ist jemand, der ist sonst auf YouTube immer mit dabei. Hier natürlich auch. Aber dort ging das Ganze ja los mit Schizostreamer auf YouTube. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, könnt ihr gerne dort mal hingehen. Klickt hier einfach mal auf Infos und dann seht ihr ja die ganzen Panel. Und dort könnt ihr also dementsprechend auch zu YouTube, Discord, Twitch-Server und alles Mögliche. Ja, also da könnt ihr euch mal ein bisschen durchscrollen, wenn ihr auf dem Handy zugange seid. Wenn ihr am PC seid, dann wisst ihr ja, findet ihr das ja direkt unter dem jetzigen Bild, das ihr habt. Und dort findet ihr alle weiteren Informationen, die ein Schizo ebenso braucht. So, ja, also heute habe ich eben 10 Quizfragen. Normalerweise ist nämlich der besagte Nick so ein bisschen der kleine Champion, könnte man sagen. Ja, er weiß sehr, sehr viele Fragen. Selten, dass er mal nichts weiß. Und dementsprechend habe ich heute extra wegen Nick das Ganze besonders schwer gemacht. Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass er mal ins Grübeln gerät und dass natürlich ihr anderen Schizos ihn heute platt macht, ja? Also, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er drückt sich nicht und wird hier noch im Chat und im Stream auftauchen. Warten wir mal ab, bis er da ist. So, da gibt es also 10 knackige Fragen heute. Dann, was haben wir denn noch? Dann natürlich, unnützes Wissen über Tiere ist wieder mit dabei. Das Ganze startete ja auf YouTube. So fing ich ja eigentlich an auf YouTube im Dezember 2017. Mit unnützes Wissen über Tiere, so hieß dort der Kanal. Und ich habe immer Tierfakten preisgegeben. Und das Ganze hat mir auch sehr viel Spaß gebracht, aber irgendwann war da ein bisschen die Luft raus, weil es halt immer nur das war. Ja? Das war zu eintönig. Und ich hatte immer weitere Ideen, ach, ich würde noch gerne einen Kanal machen, da mache ich nur Quiz, dann möchte ich noch gerne einen Kanal, da mache ich nur dies und das. Und ich hatte immer mehr Ideen und wollte immer mehrere Kanäle machen. Das ist natürlich Quatsch, das bringt da nichts. So, und deswegen eben die Idee, gut, ich packe jetzt alles zusammen, ja, musste mir dementsprechend ein Format überlegen, damit das auch Sinn macht, so viele verschiedene Sachen in eine Sache mit reinzubringen, auf einen Kanal zu erstellen. Und deswegen habe ich Schizo-Streamer entwickelt, mir ausgedacht. Und vor allen Dingen jetzt eben auch neu, dass das Ganze ja immer live ist. Vorher waren das immer noch vorproduzierte Videos, jetzt also ein ganz neues Level live. Und das finde ich war bis jetzt die beste Entscheidung. Es bringt super viel Spaß mit euch, vor allen Dingen, wenn ihr dann hier alle im Chat seid, aktiv seid, mitratet, miträtselt, wir uns miteinander austauschen und ihr auch eure Kommentare abgibt. Also es bringt wirklich sehr viel Spaß. Besser als einfach nur so ein vorproduziertes Video hochzuladen. Ja, hier kriegt man ja ganz andere Resonanz, ganz anderes Feedback. Also von der Seite aus bringt das schon mal sehr viel Spaß. Und genau, das ist heute auf jeden Fall wieder mit dabei, denn das wollte ich nicht vernachlässigen, dieses unnütze Wissen über Tiere. Das sollte immer mit dabei bleiben, deswegen ist es hier auch wieder integriert in Schizostreamer. So, das heute auch. Heute
beziehen wir alles auf das Thema Bienen. Ja, ich habe da echt ein paar sehr interessante Fakten rausgesucht und das alles zum Thema Bienen. Dann habe ich natürlich auch noch wieder Fehlerbilder vorbereitet. Ich war wieder mit meinem Handy unterwegs und habe in Kiel, ja, hier komme ich ja her, Kiel, ja, my city, my home. Wow, Kiel ist... Puh, so, und habe wieder ein paar knackige Fotos geschossen und habe dann anschließend ein paar gemeine Fehler eingebaut. Und da wollen wir mal sehen, ob ihr die nachher finden könnt. Ja, das sind 3 Fehlerbilder. Wollen wir mal sehen. Dann eine Sache, die habe ich jetzt noch gar nicht vorbereitet. Das würde ich gerne dann noch live erstellen. Und zwar dachte ich so, dass, wie man das früher aus der Schule kennt, ja, dieses Galgenbaum, wie man das nannte, oder Wortknacker oder so, dass man sich halt ein Wort überlegt. Und dann sind nur die Striche vorgegeben, wie viele Buchstaben dieses Wort beinhaltet. Und dann müsst ihr nach und nach ein paar Buchstaben raushauen. Und dann, ne, habt ihr nur eine bestimmte Anzahl an Versuche und irgendwann ist es vorbei, ja. So, sowas habe ich mir vorgestellt, allerdings, dass ich dazu immer 3 Hinweise gebe, ja. Also so ein Überbegriff, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Gabel suche, nur mal als Beispiel, dann vielleicht erstmal Überbegriff findet man in der Küche. Dann als nächstes vielleicht Besteck und dann irgendwie noch was Drittes oder so, ja, was immer leichter wird. Und ihr könnt dann raten und fleißig in den Chat die Buchstaben raushauen. Ja, das habe ich mir überlegt, aber wie gesagt, das habe ich gar nicht mal jetzt vorbereitet. Das müsste ich noch live hier vorbereiten. Und ein Live-Spiel, ja, Funny Game. Und zwar 4 gewinnt. Ja, ich habe es hier schon. 4 gewinnt. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ich denke mal die meisten, ne? Jeder hat eine Farbe und dann werden hier die Steinchen reingehauen und entweder hat man dann 4 diagonal, senkrecht oder waagerecht. Und das möchte ich gegen euch spielen. Ihr seid ein Team, ja, die gesamte Shizu-Gang ist ein Team und ihr spielt gegen mich. Dazu blende ich zusätzlich dann nochmal Zahlen und Buchstaben ein, damit ihr wie beim Schiffe versenken mir die Koordinaten durchgeben könnt und sagen könnt, so, den nächsten Stein auf A3 und dann flutscht das. So, war das jetzt alles, was ich heute mit euch vorhab? Funny Game, Quiz, Fehlerbilder, Wortknacker oder wie auch immer wir das hier nennen wollen. Und unnützes Wissen über Tiere. Ja, das ist im Groben das, was euch erwartet. Und hier und da natürlich auch noch ein paar Comedy-Einlagen. Ja, ihr wisst ja, Schizo-Streamer abgeleitet von Schizophren. Und das bedeutet mehrere Persönlichkeiten von innen nach außen kehren und... dementsprechend wird heute der ein oder andere Charakter hier auch noch vor die Kamera treten. So, nun setze ich mich zurück an den PC, dann kann ich nämlich auch gucken, ob schon was im Chat los ist. Und ihr wisst jetzt Bescheid, was hier heute so passiert, ne? Hm? Ja, gut. So, dann geht's los. Ich switch die Kamera wieder um. Ach ja, ist das nicht schön, wenn ihr mir so nah sein könnt, dass man schon jeden Pickel sehen kann. Das hier auf der Nase ist übrigens kein Pickel. Das ist immer noch, ja, immer noch von YouTube, was ihr wollt. Das war ja die erste Ausgabe, oder? Ja, die erste Ausgabe, was ihr wollt, wo ich ja verrückte, kranke, krasse Sachen mache. 25 Stück an der Zahl. Und da habe ich mir ja mit Schmirkelpapier über die Nase gebrettert und ja... Entweder bleibt das so oder das dauert noch, bis es ganz abgeheilt ist. Wer sich das noch nicht angesehen hat, kann da gerne mal rüber zu YouTube gehen. Wie gesagt, ihr findet hier unten in den Panels oder beziehungsweise unter Info findet ihr alle nötigen Links. Und dann könnt ihr auch mal zu YouTube rübergehen. Wer mich dort abonnieren würde, würde mich natürlich freuen. Ja, hier am besten folgen, auf YouTube abonnieren. Hier könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, würde mich auch super freuen. Ihr wisst schon, was ihr machen müsst, ne? So, ich schau mal in den Chat rein. So, da hat sich nämlich schon was getan und das freut mich schon mal sehr. So, was haben wir hier dann? So, da. Okay, irgendeine Fremdsprache. Die kann ich jetzt eh nicht entschlüsseln. Keine Ahnung. Gut. Naja. So, dann,
habe ich euch jetzt alles erzählt, was heute so vorkommt. Nach und nach werden hier sich sicherlich noch der ein oder andere Zuschauer einfinden. Und dann können wir das Ganze hier natürlich auch so richtig starten. Denn erst ab einer bestimmten Zuschauerzahl bringt das ja was, wenn wir dann also diese ganzen aktiven Spiele starten. Und das macht ja eben Schiedsostreamer auch aus, dass ihr wirklich aktiv hier am Geschehen im Stream teilnehmen könnt. Also nicht nur ihr schreibt im Chat so fröhlich rum, sondern ihr könnt ja wirklich alles mit beeinflussen und richtig dran teilnehmen. So, das ist halt der Gedanke hinter Schizostreamer und hinter dem neuen Format, dass ihr wirklich aktiv mitmachen könnt. Und das bietet ja auch das Medium Livestream einfach perfekt an. So, also warum dann nicht nutzen? So, ja Freunde, ich würde mal sagen, ganz zu Anfang starte ich mit unnützes Wissen über Tiere, denn da ist ja noch keine Aktivität eurerseits gefordert. Insofern ist es egal, wenn es dann jetzt noch nicht so viele Zuschauer sind. Die haben es dann nur verpasst, die jetzt nicht zuschauen. Ne? So, okay, dann ja, starten wir mal mit unnützes Wissen über Tiere. So, und ich habe es ja schon gesagt, heute geht es also um die Biene. So, und die Biene ist ein sehr fleißiges Tier und man hat es ja zwischendurch in den Nachrichten auch mitbekommen, dass die Biene, ja, vom Aussterben bedroht ist. Und das wäre wohl für die Welt sehr, sehr schlecht. So, weil die Biene ein sehr nützliches Tier ist. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob sie jetzt schon unter Tierschutz, also Artenschutz steht oder noch nicht. Ja. Aber dennoch habe ich hier ja ganz interessante Fakten über die Biene und da wollen wir mal schauen. Zum Beispiel, und das wusste ich selber auch nicht, eine junge Bienenkönigin paart sich nur einmal im Leben mit 10 bis 15 Drohnen hintereinander. So. Und dann legt sie jeden Sommer täglich bis zu 2000 Eier. Ich frage mich, wie das geht. Wie funktioniert das denn? Also, jetzt macht sie da einmal Rammeldings da und behält dann den Samen ewig in sich. Von den Drohnen. Um dann jedes Jahr irgendwo zu sagen, so, mach mal die eine Schublade wieder auf mit den Samen. Jetzt geht's wieder los an die Eierproduktion. Das ist doch krass, oder? Ich fand's krass. Ja, dann, was habe ich hier noch? Ja, wenn es heiß ist, bespucken Bienen sich gegenseitig mit Wasser. Habe ich noch nie gesehen. Es kann ja auch wahrscheinlich nur minimal sein. Ich denke mal, eine Biene kann ja jetzt auch nicht unendlich viel an Wasser aufnehmen. Aber die bespucken sich gegenseitig mit Wasser, wenn es heiß ist. Ja, auch sehr interessant. Dann, aber das kennt man ja schon von mehreren Tieren, Alkohol wirkt sich bei Bienen ähnlich wie bei Menschen aus, da sich der Aufbau der Nervensysteme ähnelt. Forscher nutzen Bienen, um Langzeiteffekte von Alkoholismus bei Menschen zu ergründen. Dafür werden Bienen benutzt. Ja. Das Nervensystem ähnelt dem des Menschen. Wahnsinn. So eine kleine Biene und doch das fast gleiche Nervensystem. Ja, während der Wintermonate bleiben Bienen in ihrem Stock und halten ihren Kot im Darm zurück. Tatsächlich. Der sammelt sich natürlich an und sobald es wärmer wird, gehen sie auf Reinigungsflug und scheiden alles auf einmal aus, was sich dort monatelang angesammelt hat. Und jetzt kommt's. Das war noch nicht alles zu diesem Punkt. Und zwar, am Ende des Winters kann die gefüllte Kotblase von Bienen bis zu 80% des Volumens ihres Hinterleibes ausmachen. Voller Scheiße, das Mädel. Ja, voller Scheiße. Ja, ist ja so. So, und mein letzter Fakt hier heute zum Thema Bienen. Und zwar, um 1 Kilogramm Honig zu produzieren, müssen Bienen 145.000 Kilometer fliegen. Wahnsinn. Und das
entspricht einer Strecke von etwa 3 Flügen um die Erde. Wahnsinn. Also, was sagt uns das? Wenn ihr Honigliebhaber seid, ich bin gar kein Honigliebhaber, dann solltet ihr den Honig noch viel mehr genießen, als ihr es bis jetzt getan habt. Ja, die Biene. Ein starkes Leistungstier, genau wie die Ameise. Darum kannst du ja vielleicht beim nächsten Mal gehen. Nochmal ein paar schöne Fakten zu den Ameisen. Ja, und das war's dann auch schon mit unnützes Wissen über Tiere. So, dann haben wir das doch schon einmal, damit die treuen Fans, ja, die mich auf YouTube auch abonniert haben, bevor ich Schizostreamer war, auch weiterhin auf ihre Kosten kommen. Ja gut, jetzt müssten sie natürlich dafür hier mal auf Twitch rüberkommen. Aber so wie hier alles verlinkt ist, damit ihr unter anderem auch zu YouTube kommt, so ist es natürlich auf YouTube auch andersrum. Insofern sollte der Weg hierher findbar sein. Ja, denn auf YouTube heiße ich genauso wie auch hier, nämlich Schizostreamer. Und alle nötigen Links dazu findet ihr direkt unter diesem Video auf den Panels. Oder aber ihr klickt auf Informationen, wenn ihr über dem Handy zuschaut. So, okay. Das habe ich nämlich jetzt die letzten Tage so ein bisschen eingerichtet, diese Panels, dass sie so ein bisschen grafisch am Design angepasst sind, hier von Schizostreamer, und dass ihr dort alle nötigen Informationen habt, alle Links, wann bin ich immer auf Sendung, wo bin ich wann immer auf Sendung, ein paar ganz kurze Fakten über mich und so weiter und so fort. Also ich denke mal, das Nötigste findet man alles dort. Ja, ich habe es schon beim letzten Livestream gesagt, aber ich konnte es bis heute noch nicht umsetzen. Und zwar, dass wenn jemand mich zum Beispiel unterstützen möchte oder aber auch, wenn mir jemand neu folgt oder mich abonniert oder die Geschichte mit den Bits und so weiter und so fort, dann kennt ihr das ja hier von allen anderen Twitch-Kanälen, dann wird das ja immer alles groß und fett eingeblendet oder irgendwo in der Ecke kann man grafisch das Ganze mitverfolgen. Und das kann man hier auch, ja, ihr könnt mich auch unterstützen, das Panel dazu ist auch schon eingerichtet, allerdings habe ich das grafisch noch nicht so optimiert, dass man das jetzt hätte heute einblenden können. So, aber ab Dienstag, denn dort ist ja der nächste offizielle Stream, aber ich komme ja auch immer spontan, deswegen lohnt es sich, mich hier auf jeden Fall zu abonnieren oder zumindest mir zu folgen, damit man dann immer Bescheid weiß, ab wann ich denn wieder streame. Denn das sind nur die offiziellen Daten, dass ich immer dienstags und freitags ab 20 Uhr hier am Start bin. Gut, heute ausnahmsweise einen Ticken später. Aber sonst immer ab 20 Uhr. Aber ich komme auch eben immer spontan mit dem Stream um die Ecke. Wenn ich meine, ich habe Lust, ich habe Zeit, dann geht's los. Und das wird dann vorher nicht angekündigt. Deswegen, wenn ihr mir folgt oder mich abonniert, dann seid ihr bestens informiert. So. Ja, ansonsten, ich bin ja noch auf YouTube, habe ich ja schon erzählt, und dort habe ich Nachmittag, auch schon gestreamt, und zwar Schizostreamer reagiert auf YouTube. Und eigentlich wollte ich das gestern Abend dort machen und habe ich auch gemacht, aber dann ist immer wieder das System hier abgestürzt. Zack, ist alles abgenudelt, Internet war weg, Leitung unterbrochen und ich konnte irgendwie immer nicht weitermachen. Das war natürlich sehr, sehr nervig. Deswegen hatte ich dann gesagt, okay, pass auf, ich komme heute nochmal wieder. Deswegen war ich heute ab 14 Uhr, meine ich, war das ja, ab 14 Uhr wieder da. Und heute, na, siehste, wunderbar, es hat alles geklappt. Keine Probleme mehr. Wenn ich mir andere YouTube-Videos anschaue, es ruckelte nichts. Die Leitung wurde, naja, einmal unterbrochen. Aber ansonsten lief das einwandfrei. Das nur mal dazu, falls ihr euch das mal gerne ansehen würdet. Quasi, wir schauen zusammen YouTube-Videos. Denn das würde ich auch privat machen. Würde mir lustige Videos anschauen, mich amüsieren. Und ja, insofern, warum nicht zusammen machen und mit euch teilen? Das allerdings nur ausschließlich auf YouTube. So. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, wenn hier jetzt noch keiner im Chat ist. Klar, ich bin erst ganz neu auf Twitch und man wächst ja hier erstmal ganz langsam. Aber so ein paar Leute brauche ich hier im Chat, damit ich quasi meine Ideen hier umsetzen kann, nämlich dass ihr hier richtig interaktiv dran teilnehmen könnt. Und deswegen bringt es nichts, wenn ich jetzt hier schon mit irgendwelchen Spielereien starte, wenn ja noch gar keiner im Chat ist. Also, wenn ihr mir zuschaut,
dann kommt bitte unbedingt in den Chat rein. Es kann sein, dass es eine kleine Weile dauert, bis ihr im Chat aktiv schreiben könnt. Denn ich habe, als ich das Ganze eingerichtet habe, irgendwann ganz zu Anfang eingestellt, meine ich, dass man mir erst 10 Minuten lang folgen muss, damit man dann nach 10 Minuten in den Chat rein kann. Das hatte ich deswegen eingerichtet, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Leute, die einfach nur ihren Shit loswerden wollen, hier einfach direkt mal in den Chat reinkommen, irgendwie schreiben, ey, dein Kanal ist blöd, dein Stream ist Mist und du siehst auch ziemlich zum Kotzen aus. Und dann sind sie wieder weg. Deswegen dachte ich, okay, richte ich das ein. Wenn man mich also hier mag und findet das Ganze gut und möchte gerne wirklich aktiv im Chat dabei sein, dass man mir dann 10 Minuten lang folgt und dann wird der Chat freigeschaltet. So, ich hatte auch schon geguckt, dass ich das wieder rückgängig machen kann, weil es für den einen oder anderen auch ein bisschen nervig ist, dann einem zu folgen und 10 Minuten zu warten und so weiter und so fort und erst dann aktiv zu sein. Aber ich finde diese Einstellung nicht mehr, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Also, naja. Deswegen, wenn ihr Lust habt und ihr wollt ja gerne im Chat mit rein, vorausgesetzt natürlich, ihr habt hier ein Account bei Twitch, dann einmal folgen, 10 Minuten warten und dann müsste der Chat frei sein. So, dementsprechend, ja, wie gesagt, rede ich mich ja noch ein bisschen um Kopf und Kragen, denn wie gesagt, es müssen erstmal ein paar Leute da sein, damit wir hier die nächsten aktiven Spiele starten können, sonst bringt mir das ja nichts. Aber gut, ich sagte ja vorhin schon, eine Sache habe ich hier noch gar nicht vorbereitet und das ist einmal die Geschichte mit den Wörtern erraten. So, dementsprechend kann ich ja jetzt quasi hier noch die Ruhe nutzen, wo da noch nicht so viel los ist und kann das hier mal nebenbei vorbereiten. Muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich das mache. Ich könnte dafür mal einen orangen Hintergrund nutzen. Also ich kommentiere jetzt mal, was ich hier mache, aber sehen könnt ihr jetzt nichts. Also ich richte jetzt hier mein Streaming-Programm eine neue Szene ein, so nennt sich das. Die nenne ich jetzt, wie wollen wir das denn nennen? Mit den Wörtern. Wörter erraten klingt ein bisschen plump. Ich weiß es nicht. Wörter erraten, ja. Es könnten ja auch mal Sätze sein, ne? Dann könnte man das Ganze noch ein bisschen erweitern. Deswegen das jetzt auf Wörter festzulegen. Sätze erraten. Ich nenne es einfach mal Rate doch mal. Einfach mal Rate doch mal. Dann, ne, ist das ein bisschen ausbaufähig. Dann kann man dafür auch mal irgendwie andere Sachen noch machen, die man errät. So, rate doch mal. So, rate doch mal. So nennen wir jetzt die Szene. So, dann pushe ich die hier nochmal ein bisschen hoch. So, okay, jetzt habe ich die Szene erstellt. Im Prinzip eigentlich nur den Namen. Jetzt müssen wir das Ganze mit Inhalt füllen. Und also ich kann euch natürlich auch hier mal mit rübernehmen zu Twitch. Zu Twitch. Ja, zu meinem Bildschirm. Wenn euch das nicht unübersichtlich ist, schaut mal. So sieht das Ganze aus. Das ist hier mein Programm. So, und hier sieht man zum Beispiel, damit ich euch das mal ganz kurz erkläre, wen es interessiert. Hier habe ich zum Beispiel 4 verschiedene Musikmixe. Und die starte ich zwischendurch dann immer an unterschiedlichen Stellen. Denn würde ich jetzt nur einen langen Mix abspielen und ich stoppe den dann zwischendurch, weil ich irgendwas anderes hier wieder starte, komme nachher wieder zurück zu der Einstellung, wo ihr mich wieder im Vollbild seht und ich will die Musik wieder anmachen, dann startet die von vorne. Das heißt, man würde ja nie den Mix durchgehend hören und deswegen spielen sich dann vielleicht immer nur die ersten 4 Lieder ab oder so, weil ich das Ganze dann unterbreche. Und deswegen habe ich mir mehrere kleine Mixe gemacht, damit die Musik hier möglichst abwechslungsreich ist. Das nochmal dazu. Hier ist der Ausschlag von meinem Mikrofon zu sehen. Das Mikrofon ist auf volle Pulle gestellt. Deswegen kann es manchmal auch ein bisschen übersteuern. Das ist dann, wenn es so dröhnig wird für euch. Ich kann es natürlich auch nochmal ein ganz kleines bisschen leiser machen, dass es nicht ganz so ausschlägt.
aber da müsste ich auch nochmal das Mikrofon ein bisschen optimieren. So, das nur dazu und dann hat man hier immer zwei Monitore quasi in dem Programm. Auf der linken Seite kann ich alles hin und her ziehen und basteln und erstellen, ohne dass ihr das seht. Und hier auf der rechten Seite ist das komplette Bild. Das ist das, was ihr eben seht. So. Und dann gibt es hier in der Mitte die Taste Übergang und sobald ich darauf klicke, ich mache das jetzt mal, zack, kommt das Bild von der linken Seite zur rechten Seite rüber und jetzt seht ihr mich zum Beispiel wieder in voller Größe. So, wir machen das auch mal zurück, damit ihr mal seht, was ich jetzt hier mache. Also, wie gesagt, solange noch nicht so viele Zuschauer da sind und vor allen Dingen, solange noch niemand im Chat ist, kann ich die Zeit ja nutzen, um das hier noch zu erstellen. Ich habe die Szene hier schon erstellt, hier oben ist sie, da, rate doch mal. Aber ihr seht, noch ist alles schwarz. Und jetzt kann man hier bei Quellen das Ganze mit Inhalt füllen. So. Das Wichtigste erstmal natürlich Videoaufnahmegerät, damit ihr mich auch gleichzeitig sehen könnt. Da gibt es hier natürlich schon Kamera 1 und Kamera 2. Und wir nehmen Kamera 1. Und dann bin ich schon da. So. Jetzt wollen wir mich ja aber nicht so groß sehen. Da ja hier gleich im Hintergrund eben die Wortsuche erscheinen soll. Und deswegen spiegel ich mich jetzt einmal. Transformieren. Horizontal spiegeln. Deswegen, weil ich hier diesen Schrank ausschieben will, den man hier im Hintergrund sieht. Den schiebe ich jetzt hier so raus. Dann ist das weg. Und jetzt kann ich mich nochmal ein bisschen verkleinern. Vielleicht so. So. Jetzt würde man mich aber noch nicht hören, weil der Ton separat läuft über das Mikrofon. Deswegen nehmen wir hier das bereits vorhandene Mikrofon. So, jetzt kann man mich auch hören. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt bräuchte das Ganze irgendwie noch einen schönen Hintergrund. Dafür gehen wir hier auf Bild. Dann sag ich mal Back Orange. Okay, dann können wir hier in meine Ordner gehen. Schizo Streamer. Grafik. Und dann nehmen wir mal hier das Orange. So. Jetzt seht ihr, es liegt jetzt über mir. Ich muss die Kamera wieder hochziehen, damit ich da drauf bin. So. Dann kann man das Ganze natürlich hier nochmal ein bisschen der Bildschirmgröße anpassen. Zack. So. Jetzt sieht das Ganze doch schon mal ganz anschaulich aus. Aber jetzt muss ja das Wesentliche dahin. So, und ich sagte ja, ein Wort soll erraten werden und dass auch nach und nach Begriffe, also Tipps, eingeblendet werden. Und das mache ich jetzt, indem ich auf Text gehe. Text. Und dann sage ich jetzt mal... Ja, wie... Das, damit ich die einzeln aufblenden kann, muss ich das am besten auch. Muss ich das am besten jeden Buchstaben auch einzeln machen? Gut. Dann. Beziffere ich das jetzt hier einfach nur mal. Sag 1. Und jetzt kann ich hier nach und nach die Buchstaben eingeben. Das wäre natürlich jetzt sehr unvorteilhaft, wenn ihr das schon direkt seht. Also blende ich das jetzt einmal aus. Nee, das auch nicht. Gebe euch diese Einstellung wieder. So. Außerdem starte ich mal eine andere Musik. So, und ich kann hier dann nebenbei, und das seht ihr jetzt ja nicht, das Ganze erstellen. So, ich muss mir erstmal ein Wort ausdenken. Man könnte ja heute, da das heute erst die Einführung davon ist, davon vielleicht auch nur mal ein Wort machen. Einfach mal zum Testen und dann, wie es euch gefällt. So, jetzt muss ich mir mal irgendwie ein gutes Wort überlegen. Was könnte man da nehmen? Was könnte man da nehmen? Bisschen kurz. Natürlich, umso länger das Wort ist, umso schwerer wird es ja auch. Deswegen überlege ich gerade mal.
also irgendwie zusammengesetzte Nomen, dann kommt man ja schon auf eine gewisse Länge. Ja, zum Beispiel, was kann man denn für ein Wort nehmen? Ja, das ist gut. So, da habe ich ein gutes Wort. Ich muss nur einmal kurz die Rechtschreibung überprüfen. Das wäre ja sehr unschlau, wenn da jetzt was falsch dran ist. So. Okay. So, ich google das einmal. Ob ich das Wort richtig geschrieben habe. Ja, okay. So, und jetzt muss ich jeden Buchstaben hier einzeln erstellen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber nützt ja nichts. So, das wäre noch viel zu klein. Schriftart ist auch blöd. Und dann nehmen wir mal, das sieht gut aus. Und dann volle Größe. Ja, ist da. Ja. Headlet. Aber immer noch sehr klein. 100. Ja, 100 ist gut. So, und jetzt muss ich die Buchstaben nach und nach hier nebeneinander ransetzen, so dass sie nach und nach, wenn man sie dann aufdeckt, auch eben das entsprechende Wort ergeben. So, noch tut sich hier nicht viel mit den Zuschauern und im Chat sowieso nicht, insofern bastel ich ja mal fröhlich weiter an der Grafik rum. Sobald sich hier was tut, geht es ab. So, dann der nächste Buchstabe. Text 2. Na, Novi, mein Lieber. Also stellt sich deine Frage bezogen darauf, was ich hier gerade bei Twitch treibe, ja? Ja, heute ist ein bisschen Ebbe. Heute ist wenig los. Und dementsprechend, dann bringt es ja nichts, wenn ich hier mein aktives Programm abfahre, was ich hier alles zusammengestellt habe. Denn wenn niemand im Chat ist und wenn im Prinzip keiner zuschaut, der eine Zuschauer bist wahrscheinlich du. Dann, dann kann ich ja auch nebenbei hier an der Grafik noch rumbasteln. Ich wollte ja heute hier so ein paar Wörterraten mit einbauen. Aber das habe ich hier noch nicht erstellt. Und deswegen erstelle ich das jetzt einfach direkt. Ansonsten gab es gerade schon unnützes Wissen über Tiere, über Bienen. Da waren echt ein paar interessante Sachen dabei. Und ja, eigentlich soll ja noch folgen das Quiz mit 10 Fragen heute. Aber Nick scheint sich auf jeden Fall zu drücken. Oder er kommt später dazu. Oder vielleicht auch mal gar nicht. Und was haben wir noch? Fehlerbilder, 3 Stück, genau. Aber wie gesagt, es bringt ja alles nichts, wenn niemand da ist. Insofern. Tja, wer nicht will, der hat schon. Dann bastel ich hier weiter nebenbei rum. So. Aber blöd, dass man das immer. Naja. So, und dann 100. Das Programm für dich, ja. Und dann, wer ist dein Gegner beim Quizzen? Na, also es muss schon eine Anzahl von mindestens drei Leute müssen im Chat sein, damit das dann auch Spaß bringt, wenn man hier das Quiz startet oder die Fehlerbildersuche. Also mit 3 Leuten im Chat, dann bringt das ja auch Spaß. 2 ist auch schon eine gute Zahl, aber 3 ist Minimum. Aber gut. Wer nicht will, der will nicht.
Aber so ist das, wenn man gerade erst hier anfängt mit dem Stream. Bei YouTube hat das ja auch ganz, ganz langsam begonnen. Bis ich jetzt so langsam mal die ersten 50 Abonnenten erreiche. So. Und deswegen. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit dem Wachstum hier. Seitdem ich streame, auf jeden Fall. Es ist Wahnsinn. Seit Dezember streame ich ja. Seit Dezember setze ich ja auf YouTube da die Videos immer rein. Und habe ja jetzt erst im August angefangen zu streamen. Und wenn ich mir meine ganzen Analysedaten anschaue, Abonnenten, Klicks, Watchtime und so weiter, wie krass es ist, da ich ja jetzt erst seit knapp irgendwie 3 Wochen streame, auch auf YouTube, ja, wie schnell es mit den Livestreamen alles wächst, Abonnenten. Ich habe jetzt in diesem Monat ein Plus von 14 Abonnenten gemacht. Nur jetzt in diesem Monat, im August, sind 14 Abonnenten dazu gekommen. Ja, das ist doch Wahnsinn. Davor habe ich schon monatelang Videos reingesetzt. Und da kamen dann im Monat vielleicht mal so 2 Abonnenten dazu. Und jetzt innerhalb von ungefähr 3 Wochen, boom, 14 Abonnenten. Und das auch mit den Klicks, mit der Watchtime. Also insofern ist das die beste Entscheidung überhaupt, live zu streamen. Aber auch das braucht natürlich seine Zeit, bis ich die richtigen Zuschauer erreicht habe, bis die richtigen Zuschauer mich gefunden haben, die sagen, ey, das ist ja cool, da kann man interaktiv mitmachen, das bringt Spaß und so weiter und so fort. Ja, dein anderes Ich, wie ist das denn jetzt schon wieder gemeint? Dann macht das Programm für mich mein anderes Ich. Mhm. Du meinst, du bist 2 Personen oder was? Die eine Seite, Novi, der sympathische, freundliche Bursche. Und auf der anderen Seite eben, ja, dieser ziemlich ekelerregende, stark deformierte, auch übel riechende, aggressive Typ, der Neigungen hat, die ich bis heute nicht verstehe. Ich sag nur hier Geräusche, ne? Geräusche. Ja. Also das meinst du, ja? Mhm. Also Funny Novi und Dirty Lenzoman, ja? Für die beiden soll ich hier das Programm abfahren. Ah, ich weiß nicht. Es muss noch tatsächlich jemand dazukommen hier im Chat. Außerhalb deines Körpers. Damit das Ganze hier dann auch Spaß bringt. So. Aber gut, ich bastel hier weiter an mein Tüdelüt hier rum, damit auch das gespielt werden kann. Also ich sag mal, wie lange streame ich jetzt? Gut, jetzt warte ich noch so 10 Minuten, dann ist ja schon, ach Quatsch, ist dann schon wieder 1 Stunde um? Echt? Wow, die Zeit vergeht ja schnell. Ja krass, in 10 Minuten ist schon wieder 1 Stunde um. Ja, und das ist ja eigentlich schon die Halbzeit von meiner Sendezeit. Dann streame ich ja nur noch 1 Stunde. Deswegen würde ich sagen, was soll's, ich würde spätestens in 10 Minuten mein Programm wahrscheinlich abfahren, aber es müssen dann mindestens 2 Leute im Chat sein. Also Novi, Lenzoman, da muss noch irgendjemand dazukommen im Chat, damit ich das Programm abfahren kann. Ansonsten sülze ich ja nur heute. Dann spare ich mir das auf für einen anderen Stream am Dienstag hier auf Twitch. Dann habe ich dafür wenigstens schon die Sachen fertig erstellt. Dann kommt der Schizostreamer auch mal pünktlich. So. Im Hintergrund höre ich die Katzen schnarchen. Novi, du kannst ja Marc Bescheid sagen. Marc soll vorbeikommen. In den Stream. Bloß nicht hierher. Ach, Marc. Da ist aber auch wieder hier eine Friemelarbeit. Ich denke mir aber auch immer komplizierte Sachen aus. So.
Gestern habe ich ja auf YouTube noch abends gestreamt. Da habe ich ja wieder Schizostreamer reagiert auf YouTube gemacht. Die siebte Ausgabe, der siebte Stream. Und da kam nachher wieder der größte Fan von Remtix vorbei. Ne, dieses 11-jährige Mädchen, die ja so ganz nett und sympathisch ist. Und dann haben wir uns wieder ein paar Remtix-Videos angeguckt, seine neuesten. Er hat mich natürlich wieder nicht erwähnt. Das ist mir echt so eine Gurke, ne? Ich zeige live seine Videos, ne? Und was ist sein Dankeschön? Ich bin ein Ehrenmann. Er hat mich darum gebeten, seine Videos hier anzuschauen. Ich hab's getan. Und was ist? Wo ist er denn jetzt hier, der Ehrenmann? Remtix. Aber nur Homo. Ja. Ja, mal schauen. Sie meinte, sie schreibt öfter mit ihm, chattet öfter mit ihm und sie wollte ihn mal anhauen, ob er mich dann in irgendeiner Form mal erwähnen könnte. Es geht mal gar nicht um Werbung oder sowas. Es geht mal einfach nur darum, ich habe hier seine Videos gezeigt und jetzt könnte er mich mal irgendwo klitzeklein in einer Ecke einblenden, erwähnen oder so oder ja, irgendwas, was auf mich hindeutet. Einfach nur, dass er an mich gedacht hat. Das würde ich schon witzig finden. Das würde mir schon reichen. Naja, so. Ich mache hier nebenbei weiter. Ich erstelle hier, falls der eine oder andere dazukommen sollte. Und sie fragt, was treibt er denn da? Ich bereite hier nebenbei grafisch etwas vor, ein Spiel, was ich mit euch spielen wollte. Man kennt es von früher vielleicht noch aus der Schule, wo man Wörter errät, wo nur Striche zu sehen sind. Man weiß, wie viele Buchstaben kommen vor und dann muss man Buchstaben nennen. Und ja, im Prinzip hat man nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Und wenn man immer daneben liegt, dann bildet sich langsam dieses Galgenmännchen, ne, in Form von Strichen. Und wenn das fertig ist, dann ist Time Out. Und das möchte ich mit euch auch machen. Allerdings gebe ich immer noch drei Hinweise, drei Tipps nach und nach, die euch verhelfen, auf das Wort zu kommen, falls ihr nicht auf das Wort kommt. Und natürlich habt ihr auch noch eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Und das erstelle ich hier gerade grafisch, weil ja eh noch nicht so viele zuschauen. Ne? Und ja, wenn sich ja weiter Zuschauer einfinden, dann bitte ich euch, kommt bitte in den Chat rein, denn das Ganze ist hier ein aktives Ding, interaktives Ding. Ich habe hier mehrere Spiele vorbereitet, noch ein Quiz mit 10 Fragen, ich habe Fehlerbilder vorbereitet und so weiter und so fort. Alles, woran ihr hier interaktiv teilnehmen könnt, das ist das Besondere hier an Schizostreamer, dass man hier richtig mitmachen kann. Aber es bringt dann eben nur Spaß und es bringt auch nur Sinn, wenn ihr dann im Chat seid und euch quasi gegenseitig battelt. So. Und dann kann ich hier auch das Programm so richtig starten. Aber solange hier noch nicht genügend Leute sind, kann ich nur quasseln und euch wahrscheinlich nur langweilen. Aber das liegt da letztlich nicht an mir. Ihr müsst einfach in den Chat reinkommen. Und damit der Chat aktiv wird, glaube ich, müsst ihr mir erst einmal 10 Minuten folgen. Und nach 10 Minuten schaltet sich der Chat frei. Das ist einfach so eine kleine Mindestanforderung, die Stelle, beziehungsweise auch so eine kleine Vorsichtsmaßnahme, damit nicht jeder Vogel jetzt hier einfach direkt in den Chat reinschreibt und vielleicht da blöde Kommentare hinterlässt. Quasi ist man dann dazu verpflichtet, 10 Minuten mir zu folgen. Ja. Und jeder, der wirklich Lust darauf hat und hier gerne im Stream dabei sein möchte, der wartet gerne diese 10 Minuten. Dafür aber, wie gesagt, erst folgen und dann in den Chat kommen. Ja, Nobby, was soll ich machen? Du bist doch hier mein Manager. Promote mich doch mal. Hau mal in die weite Welt ein paar Links hier zu meinem Channel oder Stream raus. Wofür bezahle ich dich denn? Ach, da muss ich selber lachen. So. Ja. Ja, der war gut. So.
aber echt wieder ein Ex. Was ist denn jetzt los? Aber echt wieder ein. Ach Leute, der Wallfahrer. Echt wieder ein Gefriemel hier. Ja, also ich kann nur alle Zuschauer bitten, auch in den Chat reinzukommen. Ihr müsst mir nur 10 Minuten lang folgen und dann wird der Chat freigeschaltet. Und sobald hier mindestens 2 bis 3 aktive Zuschauer, also dann auch im Chat sind, dann können hier auch die Spiele starten. Ich habe noch ein Quiz vorbereitet, 10 Fragen. Heute besonders schwer das Quiz, weil ich ja gehofft hatte, dass Nick wieder mit am Start ist. Und Nick ist ja sonst immer so schlau, was das Quiz angeht, deswegen habe ich es heute extremst schwer gemacht. Und es hätte mich interessiert, wie er sich denn schlägt. Aber Nick ist bis jetzt noch nicht da. Aber Nick kommt ja auch manchmal gerne erst später dazu. Deswegen würde ich sonst mit dem Quiz noch ein bisschen warten. In der Hoffnung, dass Nick auch nochmal vorbeischaut. Denn speziell auf sein Niveau habe ich das Ganze jetzt mal hochgeschraubt. Ja, aber Fehlerbilder haben wir noch und eben das, was ich hier gerade vorbereite. Nebenbei. Deswegen wirke ich hier so ein bisschen abwesend. Also kommt in den Chat rein. Einfach nur auf Folgen klicken und dann boom, schakalaka, seid ihr da. So. Gerade Mühe, dass ich hier die ganzen Buchstaben, die man dann nach und nach aufdecken kann, dass sie hier alle ordentlich gerade angeordnet sind, aber eigentlich ist Schizo ja eh so ein bisschen Malle. Dementsprechend kann ich es eigentlich auch ein bisschen krumm und schief machen. Naja, so. So. Noch hat sich die Followerzahl nicht erhöht, dementsprechend ist auch keiner in der Warteschlange, dass der Chat sich freischaltet. Also ja, ihr müsstet mir einmal folgen, mindestens 10 Minuten, dann schaltet sich der Chat frei und ihr seid im Chat. Und wenn wir hier 2 bis 3 Leute im Chat haben, dann kann ich auch aktiv mit den interaktiven Spielen starten, wo ihr schließlich aktiv dran teilnehmen könnt. Das macht ja den Schizostreamer hier aus. Aber wenn keiner kommt und keiner hier im Chat drin ist, dann bringt es ja nichts, hier mit den Spielen zu starten. Wenn keine Teilnehmer am Start sind, ne? So, dementsprechend warte ich hier einfach noch ein bisschen und bastel hier nebenbei grafisch rum. Und hoffe, dass sich hier nochmal was tut. Ansonsten wäre das heute ein ziemlich trauriger Stream. Und das Schlechteste, den ich bis jetzt dann gehabt hätte. Allgemein. Bei YouTube und bei Twitch. Aber auch schlechte Tage muss es geben, ne? So ist es nun mal. So. Na? Mal, wie viele Buchstaben hat denn hier mein Wort? So, jetzt bin ich hier bei. Oh, das sind aber echt noch viele Buchstaben. Meine Güte. Ja, Leute. Kommt gerne hier mit in den Chat rein, ihr müsst mir nur 10 Minuten lang folgen und dann schaltet sich der Chat frei.
ja. Buh, ja, das ist wirklich Buh. Das ist ganz, ganz doll. Buh ist das hier. Ja. Na, aber immerhin bist du im Chat drinne. Also insofern. Ja. Obaiti. Obaiti. Spricht man das so aus? Ja, es ist gerade wirklich Buh, aber was soll ich machen? Es liegt ja an der Zuschauerzahl und dementsprechend, wie viele im Chat sind. Und wenn niemand da ist, dann kann ich ja auch mein Programm hier nicht abfahren. Obaiti. Ah, siehst du? Ach so. Ich dachte Buh im Sinne von Buh. Aber es würde ja auch sehr gut passen. Ja gut, im Sinne von erschrecken, da hast du recht. Man ist tatsächlich ein bisschen erschrocken. Huch, auf einmal ist ja jemand noch zusätzlich im Chat. So, das wären schon zwei, ne? Jetzt könnte ich ja glatt starten. Ist Novi denn noch aktiv? Ist Novi noch da? Oder ist er gerade wieder auf You-Dings gegangen und dann ist er wahrscheinlich gerade wieder abwesend. Mal gucken, ob von Novi noch was kommt. Aha, aber okay, ich sehe ja, die Followerzahl hat sich nicht erhöht, aber du bist im Chat. Also geht das auch so, ohne dass man mir folgt? Ich dachte, ich hätte das irgendwann mal eingestellt, dass man mir 10 Minuten lang folgen müsste und dann kann man erst in den Chat kommen. Ist gar nicht so? Kann man jederzeit in den Chat kommen oder musst du irgendwie warten? Oder wie war das? Ich will ja hier keinen Mist erzählen. Also konnte man direkt loslegen. Ja gut. Dann weiß ich das. Dann brauche ich ja auch nicht, ich hatte ja schon danach gesucht, dass ich diese Einstellung zurücknehmen kann, weil ich der Meinung war, ich hätte das irgendwann irgendwo hier eingestellt, dass man 10 Minuten lang mir folgen müsste und erst dann ist der Chat aktiv. Und ich wollte das schon wieder rückgängig machen. Aber ich hatte die Einstellung nirgendwo gefunden. Aber wenn man direkt loslegen kann, dann habe ich das wohl gar nicht eingestellt. Wer weiß, was ich wieder gemacht habe. Ach ja. So. Novi, ich brauche mal Resonanz hier. Wo ist der Lenzo-Man? Also jetzt gerade nebenbei mache ich hier, wollte ich noch ein anderes interaktives Spiel machen. Und zwar, man kennt es ja früher aus der Schule, dieses Galgenmännchen zum Beispiel, ja, wo man an der Tafel stand und dann hat man sich ein Wort überlegt, hat da die Striche hingemacht, wie viele Buchstaben beinhaltet das Wort. Dann konnten die Klassenkameraden raten und hatten nur so und so viele Versuche, denn nach und nach hat sich ja eben dieses Galgenmännchen gebildet. Und wenn das komplett erstellt war, dann war quasi die Zeit abgelaufen. Und sowas würde ich auch gerne machen. Novi mit WW. Ich habe seinen Nachnamen habe ich ein bisschen umgemodelt und so ist irgendwann mal der Spitzname vor ein paar Jahren entstanden, dass ich ihn immer Novi nenne. Also Lenzo Man ist Novi, N-O-W-W-I. Also so nenne ich ihn zumindest. Naja, so. Ja, und dann wollte ich dieses interaktive Spiel halt starten, dass ich mir ein Wort ausgedacht habe und ihr könnt also Buchstaben raushauen. Hab natürlich auch noch eine bestimmte Anzahl zu raten. Und ja, und ich würde vielleicht dazu noch immer 2 bis 3 Hinweise geben, nach und nach, wenn ich merke, es tut sich nicht so viel, quasi so kleine Tipps, um was für ein Wort es sich handeln könnte. Das ist meine Idee, das hatte ich jetzt aber im Vorfeld hier grafisch noch nicht erstellt. Deswegen bin ich ja gerade in meinem Streaming-Programm drin und bastel mir das ja gerade alles ein bisschen hin, weil ja noch nicht so viele Zuschauer da sind und im Chat ja auch noch nicht so viel los ist. Novi ist da, das ist schön. Das ist schön. Passt auf, dann machen wir das so. Dann hau ich mal das erste Fehlerbild raus. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Fehler findet oder wie viele Fehler ihr findet. Wo habe ich das denn hier? Da oben. So. Ach so, das hatte ich hier jetzt. Moment, ich muss das eben nochmal richtig einstellen. Einmal das entfernen. Zack. Und das neue Bild einfügen. So. Dann gucken wir mal, wo ich das gespeichert habe. Fehlerbilder.
Da haben wir es doch schon. Genau, das erste mit den Blumen nehmen wir mal. So, dann passe ich das nur noch mal ein bisschen hier auf die passende Größe an. So, siehst du wohl. Zack. Sieht man jetzt alles? Kann man alles sehen? Sieht gut aus. Gut. Ja, dann habe ich's. Und dann gebe ich euch das mal. Und dann könnt ihr mal gucken, wie viele Fehler ihr so findet. Wenn ihr Fehler gefunden habt, dann schreibt es mal in den Chat. Also nicht welchen Fehler, falls der andere das noch nicht hat, aber wenn ihr eine bestimmte Anzahl habt. Ja, das sage ich noch nicht. Das sage ich noch nicht. Legt erstmal los. Und wenn ihr meint, okay, ihr findet jetzt keine mehr oder so, dann sagt, wie viele ihr habt. Und dann würde ich sagen, wie viele es denn überhaupt zu finden gab. Ja, ja. Novi sagt, er findet nur einen. Okay. Novi findet nur einen. So, Obaifi. Nee, was? Wie habe ich den Namen von ausgesprochen? Hast du gesagt, das war richtig, ne? Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie ich den ausgesprochen habe. Nee, nicht Fi. Ein T ist das ja. Obiti. Nee, Obaiti. Obaiti? Obaiti hatte ich gesagt, ja. Obaiti. Ja, wie viele Fehler hast du? Novi sagt, er findet nur einen. Wie schaut's bei dir aus? Auch einen, vielleicht zwei. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Yep. Gut, also tatsächlich gab es hier nur einen Fehler. Das war einfach nur mal zum Warmwerden, ja, das erste Fehlerbild. Auch ein bisschen gemein, aber ihr habt immerhin akribisch geguckt. So, ich hoffe, dass ihr wenigstens dann diesen Fehler jetzt auch gefunden habt und nicht irgendwas anderes gesehen habt. Genau, dort an der Stelle war der Fehler. Ja, dann packe ich mal das zweite Bild raus. So, ich muss das einmal wieder hier reinladen. Das hatte ich jetzt vergessen zu machen. So, Bild 2.
Okay. Und Kreide habe ich das Bild genannt. Kreide. Das sind alles Bilder, die habe ich selber gemacht hier in Kiel. Immer wenn ich unterwegs bin und ich entdecke mal das eine oder andere, wo ich mir denke, das ist ein cooles Motiv oder da könnte man ein paar schöne Fehler einbauen. Dann, ja. Dann schnappe ich mir das. Achso, jetzt hat er das. Da oben, da hat er das. Zack. Er nimmt das gerade nicht richtig an. Jetzt aber, sehr gut. So, ich schiebe es nur noch mal ein Stück runter. So, okay. Dann schaut mal hier. Hier ist jetzt aber mehr als ein Fehler. So viel kann ich sagen. Meldet euch wieder zu Wort, ne? Wenn ihr meint, ihr findet nichts mehr oder gibt immer mal so einen kleinen Zwischenstand, wie viele Fehler ihr habt. Und dann schauen wir mal. Na, schon einen Fehler gefunden. 3. Novi. Ach, Novi hat schon geschrieben. 2. Okay, 2 und 3. Na gut, so, dann wollen wir schauen. 3 ist auf jeden Fall eine gute Zahl, denn hier sind tatsächlich 3 Fehler. Mal schauen, ob du dieselben Fehler hast. Oder nennen sie doch vor einmal. Kannst du sie vorher nennen? Kannst du das beschreiben, wo die sind, bevor ich auflöse? Also es sind tatsächlich 3 Fehler. So, oben rechts der Reifen, das ist schon mal richtig. Da fehlt der Reifen. Was hast du noch? Ganz unten rechts, richtig. Dort ist die Sonne doppelt. Ne, das soll eine Sonne sein, denke ich mal, was die Kiddies da gemalt haben. Und man sieht sie schräg da über, etwas größer ist sie auch schon zu sehen. Und dann habe ich sie einfach nochmal verdoppelt und etwas kleiner in die Ecke gemogelt. So. Und der Kopf, richtig, ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein Roboterkopf. Absolut korrekt. Der fehlt hier an dieser Stelle. So, Novi. Und welchen Fehler hast du nicht gesehen? Den Reifen oder? Was hast du übersehen? So gut kenne ich dich schon, ne? Dass ich weiß, dass du den Reifen missachtet hast. Ja, ein Fehlerbild habe ich noch. 3 hatte ich für heute vorbereitet. Ich muss es natürlich wieder einmal kurz hier reinladen. Dafür gehe ich einmal auf Bild.
Bild 3. Und jetzt sind es Häuser. So, jetzt nochmal auf die richtige Größe anpassen. Und dann... Zack. Genau, und wieder ein Stück runterschieben. So. Sollte alles stimmen, alles passen. Und dann gebe ich euch das Bild mal rüber. Das ist das nächste Bild. Auf einen Fehler bin ich mal ganz besonders gespannt, ob der gefunden wird. Den halte ich für sehr schwer. Na, wie viele habt ihr? Okay, dann noch ein bisschen weiter suchen. Okay, da sind wir schon bei 3. Gebe euch noch mal einen kleinen Moment. Ich habe mir heute Energies bestellt. 12 Stück. Oh Mann, wenn das mein Arzt wüsste, der würde sagen, Herr Page. Und tschüss, ne? So. Ich habe das hier bei einem anderen, bei jemand anderen gesehen, dass man dort Energies bestellen kann. Habe ich das einfach mal gemacht. Einfach mal gucken, wie die schmecken. Was daran so besonders sein soll. Gut, so, wir wollen mal schauen, ja, wir gucken mal auf die Auflösung. So, Fehlerbilder, wo war das? Da, so. Okay, wollen wir es wie vorhin machen, wieder beschreiben, welche Fehler gefunden wurden. Und dann gucke ich mal, ob es denn die richtigen sind. Also 3 ist schon mal eine sehr gute Zahl. Auch hier waren es wieder 3 Fehler. Welche waren es denn? OYT. Hau raus. Novi. Was hast du denn gefunden? Ja, und für jeden, der noch dazugekommen ist, ihr könnt gerne hier reinkommen in den Chat.
Haut raus, macht mit. Das Ganze ist hier interaktiv. Ich habe auch noch ein Quiz vorbereitet mit 10 Fragen. Aber dafür müssen das auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute werden hier im Chat, damit das Quiz dann auch Spaß bringt. Ja? Das Quiz ist heute auf ziemlich hohem Level angebracht. Extra wegen Nick, der sonst immer mit hier dabei ist. Und für ihn ist das immer alles ein ganz einfacher Durchgang. Deswegen habe ich heute die Quizfragen vom Level her stark erhöht. Hoffe ich zumindest. Insofern kommt gerne in den Chat mit rein und macht hier mit. Dann bringt das umso mehr Spaß. So, ich schaue jetzt mal. Fenster rechts oben. Das klingt schon mal sehr gut. Sehr klein zu sehen, aber tatsächlich, dort fehlen zwei Dachbodenfenster. Ja, oder Dachgeschossfenster, richtig. So, was haben wir hier noch? Okay, also richtig, die Antenne fehlt auch, die ist auch weg. Und jetzt, wo ich dachte, okay, das wird sehr, sehr schwer wahrscheinlich, sind tatsächlich hier die Fenster, denn die sind doppelt. Und nun kann man ja sagen, ja, wie soll man das denn und so. Und, ja, aber wenn man mal daneben auf das Originalbild schaut an der Stelle, dann kann man, wenn man genau hinschaut, sehen, dass die Gardinen hinter dem Fenster... Beim linken Fenster ist auch die Gardine links rübergezogen. Beim rechten Fenster ist die Gardine rechts rübergezogen. Und in der Fälschung befinden sich die Gardinen beide auf der linken Seite. Das war richtig tricky. Also insofern, OBIT, sehr gut. Ja, das waren die drei Fehlerbilder. Sehr, sehr gut. Joa. Beim nächsten Mal mehr davon, ne? Sehr, sehr gut. So, wie gesagt, für das Quiz, da würde ich auf jeden Fall nochmal warten, dass ein paar mehr Leute hier in den Chat reinkommen. Zumindestens drei Leute. Zumindestens drei Leute. Ja, das bringt Spaß. beim nächsten Mal, ich bin am Dienstag wieder hier, Dienstag 20 Uhr. Dann haue ich die nächsten drei Fehlerbilder hier raus. Und alles, was wir heute machen, im Prinzip auch beim nächsten Mal nur neu. Ja, wieder ein neues Quiz, neue Fehlerbilder und so weiter und so fort. Und immer wieder kommen natürlich ein paar neue Elemente dazu. Ja, damit das Ganze hier interaktiv gestaltet wird, Spaß bringt und ihr daran teilnehmen könnt. Aber dafür müssen natürlich immer mehr Leute in den Chat kommen. Also wenn es euch gefällt... Und ihr sagt, jo, das bringt Spaß, dann würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier teilt. Und ja, ein paar Freunden Bescheid sagt, hey, da können wir uns beim nächsten Mal auch gegenseitig battlen. Und ja, denn ich selber bin zum Beispiel nicht auf Facebook, Twitter, Instagram und ach, was weiß ich, wie die da alle noch heißen. Habe ich schon Snapchat gesagt? Naja, so, da bin ich nirgendwo. Weil ich persönlich das eigentlich nicht möchte. Und nur weil ich jetzt auf YouTube und auf Twitch streame, ja, möchte ich ungern da mir jetzt irgendwas errichten, einrichten. Und das dann auch hier immer noch alles aktiv betreuen, das wird dann auch ein bisschen zu viel. Deswegen bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Also wenn ihr sagt, hey, das gefällt mir und finde ich gut hier, dann ja, dann gerne teilen. Und andere Leute darauf aufmerksam machen. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. So, ja, das waren die Fehlerbilder. Sehr gut. Dann, ja, für das Quiz, wie gesagt, da brauchen wir noch ein paar Leute. Wir können hier gleich mal Ding starten, das Wort, was ich mir überlegt habe. Aber dafür muss ich das noch einmal zu Ende gestalten. Habe ich noch nicht ganz fertig. So, wo hatte ich das denn? Da. Mhm. Okay. So. So, zwei Buchstaben fehlen mir noch. Dann habe ich das ja fertig erstellt.
So, und nur noch einen Buchstabe. Dann habe ich's. Ja. Gut. So, jetzt ist nur das Problem, jetzt habe ich die ganzen einzelnen Buchstaben, die könnte ich jetzt dann nach und nach einblenden. Allerdings müssen da ja noch Striche hin, damit man ja weiß, wie viele Buchstaben gegebenenfalls noch dazwischen gehören. Das heißt, ich muss einmal noch so ein paar Striche erstellen, aber das geht ja schnell. Die Striche reihe ich ja nur aneinander. So. Das sollte es gewesen sein. Ist jetzt größer als... Achso, das kann ich ja ändern. So. Dann ziehe ich das einmal da drunter. Dass das dann so grob hinkommt. So. Mach das mal weiter hoch, sonst sieht man das alles nicht. Gut. Jetzt habe ich das nochmal hier ein bisschen versetzt. Kann man nochmal ein bisschen größer machen. So. Ziehe ich die Buchstaben nochmal da über die Striche, damit das ja auch einen Sinn ergibt. Und dann können wir das doch einmal spielen. Das ist jetzt ganz neu ausgedacht. Das habe ich jetzt hier gerade live erstellt. Mal gucken. Ja, wie viele Versuche hat man denn? Also natürlich muss man im Grunde genommen ja so viele Versuche auf jeden Fall haben, wie man Buchstaben hat, oder? Das ja auf jeden Fall. Sonst ist es ja gar nicht möglich, das zu lösen. Also muss man das vielleicht immer so ein bisschen individuell anpassen. Und packt vielleicht immer noch mal 5 Versuche oben drauf. Achso, man kann natürlich auch zwischendurch, wenn man meint, jetzt hat man es erraten, dann kann man ja auch das Wort komplett nennen, ne? Stimmt, das heißt, ja, was sagen wir denn mal? Sagen wir insgesamt 10 Versuche oder ist das schon zu viel? Muss auch ein bisschen schwierig sein. Also zumindest nicht so einfach. Tja, weiß ich nicht. Was meint ihr denn? Wie viele Versuche soll man haben, um so ein Wort zu erraten? Um Buchstaben zu nennen? Es gibt ja auch noch Tipps zwischendurch. Das macht es ja auch nochmal ein bisschen einfacher dann vielleicht. Vielleicht wäre ja eine gute Zahl... Ja, 8 vielleicht, 8 Versuche. Dann ist man auf jeden Fall, dann haut man nicht nur so wild Buchstaben raus, weil man ewig Versuche hat, sondern man grübelt nachher immer mehr. Das ist gut. Ich glaube, wir machen das mal so mit 8 Versuchen. Dann würde ich das nämlich auch noch einmal einblenden, dass man immer die Versuche aktualisiert. Versuche. So, und dann noch 8 Versuche. So, dann kann man die Zahl immer aktualisieren. Genau. Gut. Das färbe ich nochmal ein in
Your Keys. Ja. Gut. So, also ich wäre startklar. Die Buchstaben natürlich jetzt alle schön ausblenden. So. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Mikrofon ist an. Okay, ich habe nur noch keine Musik am Start. Doch, habe ich. Nee, habe ich nicht. Moment. So. Kamera, Mikrofon ist da, aber noch keine Musik. Das ändern wir nochmal schnell. Musik brauchen wir natürlich. So. Da haben wir auf jeden Fall die Musik. Und jetzt noch irgendwie eine Musik. Das können wir dann hier nehmen. Nehmen wir das mal. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Musik hier ist. Mal schauen. So, ich muss mir kurz die Musik einmal anhören, damit ich weiß, was ich euch jetzt hier auf die Ohren gebe. So. So. Jetzt muss ich selber einmal kurz hören. So. Lassen wir das mal laufen. Gut, so, also. Novi hat schon ein E rausgehauen. So. Jetzt darf ich ja keine Fehler machen. Nicht, dass ich hier falsche Buchstaben einblende. So, das war auf jeden Fall schon mal der erste Versuch. Und das E kommt vor. Und zwar einmal. Und zwar am Platz 9. So. Ja, zu Anfang würde ich sagen, gebe ich noch gar keinen Tipp. Ja. Man könnte natürlich auch das Ganze so machen, man kann auch sagen, ihr müsst euch einen Tipp kaufen. Das heißt, ihr kriegt dann einen Versuch abgezogen, aber dafür kriegt ihr richtig einen handfesten Tipp. Das heißt, wenn ihr einen Tipp wollt, dann wird euch aber ein weiterer Versuch abgezogen. Ja, wollen wir das so machen? Das heißt, wenn ihr meint, oh, da komme ich einfach nicht drauf, dann fordert einen Tipp ein, aber auch dieser Tipp gilt als Versuch. So. Und bis zu 3 Tipps kann man kriegen. Ah. So, ein I, sehe ich das richtig? Soll das ein I sein? Oder soll das ein L sein? Ich glaube ein I, ne? Ein I, ja, jetzt sehe ich es. Ich sehe das immer auf meinem Kontrollmonitor nicht so gut. So, ein I, lass mich schauen. Ja, ein I kommt 2-mal vor. Und zwar auf Platz Nummer 4. Und wo haben wir noch ein I? Auf der 12 müsste das sein. Ja. So.
Ja, geht das so nicht? Ach, so war das eigentlich früher, ne? Bei richtigen Antworten. Ja, ich dachte jetzt, man hat einfach nur eine bestimmte Anzahl überhaupt Buchstaben zu tippen. Und dann quasi wird es ja immer schwieriger, immer enger. Aber stimmt, es war eigentlich früher so gewesen, wenn eine falsche Antwort dabei war, dann verstrichen die Antwort hier die Versuche, ne? Da hast du recht, Novi. Welche Variante ist besser? Dass sobald man immer ein paar Buchstaben rausgehauen hat, verstreichen die Versuche, was einen dazu ja nötig, am Ende irgendwann möglichst jetzt mal die richtige Lösung zu wissen. Oder dass wenn man richtig liegt mit dem Buchstaben, dass sich daran nichts ändert. Erst wenn man was Falsches sagt. Stimmt, da habe ich jetzt so gar nicht, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Dann hättet ihr noch immer 8 Versuche. Bis jetzt wart ihr ja richtig davor. Dann sieht es so wieder aus. Ich glaube, ich brauche gar nicht fragen, für welche Variante ihr euch entscheidet. Natürlich für die, wo ihr immer noch 8 Versuche habt. Ja. Naja. Nein, okay, dann machen wir das so. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Kness, das ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe, ne? Ja. Nein, wir machen das so. Ist ja in Ordnung. Also, 8 Versuche immer noch. Aber dennoch, wenn ihr einen Tipp haben wollt, der kostet aber einen Versuch. Ja, dann. Das bleibt dann aber. 3 Tipps gibt es und wenn ihr Tipps wollt, dann kostet die auf jeden Fall einen Versuch. Okay, das ist vor mir. Das heißt, die Kamera muss hoch. So. Ein C. Tatsächlich auch dabei. Und zwar auf der 13. Will er nicht sagen, ne? Aber mir bringt das auch Spaß. Ja, wenn ihr auch noch Ideen habt für irgendwelche Spiele, sag ich mal, die man hier so schön interaktiv machen kann, wo ihr einfach immer nur Sachen in den Chat schreiben müsst, dann haut raus. Also, ich nehme da gerne jede Anregung an. Ein H. Ja, korrekt. Und zwar auf der 14. So, jetzt bin ich mit dem Kopf da so ein bisschen vor. Kann ja auch noch zusätzlich. So, Geigenmännchen, ja. Ja, das ist doch das hier in der Art, ne? Also das ist doch so, wo man Buchstaben raushaut und so. Und dann eigentlich natürlich nach und nach dieses Geigenmännchen entsteht. So, was haben wir hier noch? Ein F. F. Nein, ein F nicht. Da ziehe ich jetzt also einen Versuch dann ab. Und wie war das, wenn man den Buchstaben dann nochmal doppelt nennt, obwohl der jetzt falsch war, dann werden sogar 2 Versuche abgezogen, richtig? Also wenn du jetzt F gesagt hast.
und jetzt kommt später nochmal F und das kam schon vor, dann werden zwei Versuche abgezogen. War das richtig? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut, A. Nee, auch nicht dabei. Ein M, ja. Und zwar direkt auf der 1. Was mache ich denn da? Können wir mal löschen? Ja. Ein S ist auch dabei, ja. Kleiner Umblick. So. So, wo haben wir das S? Das S ist auf der 3. Tipps muss ich noch mal ein bisschen schicker anordnen. Und noch mal einfärben. Oh, so. Oh. Ja, das R ist auch dabei. Und zwar gleich zweimal. Ich glaube, also man könnte es, glaube ich, jetzt schon gut lösen. Klar, wenn man drauf kommt, aber möglich wäre es wahrscheinlich jetzt schon. Da wir ja gerade im hinteren Bereich schon mehrere Buchstaben aneinander haben, könnte man das vielleicht sogar schon lösen. Naja, vielleicht wenn in der Mitte nochmal da ein paar Buchstaben kommen. Komm, haut mal was raus, ihr habt doch noch genug Versuche. Ihr habt noch genau 6 Versuche und genau 6 Buchstaben fehlen. Ihr könnt auch einen Tipp bekommen, ne? Das O ist leider gar nicht dabei. Also wenn ihr einen Tipp wollt, dann fordert ihn, aber der kostet auch einen Versuch. Oberbegriff Schule.
Oberbegriff Schule. Ja, Moment. So. Schreibe hier nur gerade mal den Tipp auf, damit man den dann auch immer wieder weiß. So, also ein U, ja. Tatsächlich, ja. Und zwar 2-mal. Okay, hau raus. Musikunterricht. So, dann wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Jawohl, Musikunterricht ist richtig. Sehr, sehr gut. Ja, gut, das ist doch, bringt doch auch Spaß, oder? Ich hatte jetzt nur, also ich habe das jetzt ja gerade live hier erstellt. Dementsprechend hatte ich jetzt noch mal eins vorbereitet. Mal so zum Testen, zur Neueinführung. Aber das lässt sich auch gut spielen, was? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ich habe auch für heute ja noch vorbereitet, oder naja, was heißt vorbereitet, aber mir überlegt, als Live-Spiel, Funny Game nenne ich immer das Live-Spiel, Funny Game, 4 gewinnt. Und ich dachte einfach mit der zweiten Kamera, wie mache ich das am besten? Mit der zweiten Kamera fange ich quasi das Spiel ein und müsste dann nur nochmal grafisch Zahlen und Buchstaben dazu einblenden, damit ihr mir Koordinaten raushauen könnt. Ja, und wie gesagt, das Quiz ist auch immer noch in den Startlöchern. 10 Fragen. Aber da muss hier noch ein bisschen im Chat noch ein bisschen was passieren. Müssen noch ein paar mehr werden. Dabei wollte ich eigentlich ja in 10 Minuten auch schon aufhören hier mit dem Stream. Damit die 2 Stunden voll sind. Obwohl, nee, das ist nicht ganz richtig. Denn 10 Minuten vorher lief der Countdown. Also muss ich hier auf 2 Stunden 10 Minuten kommen. Das heißt, 20 Minuten würde ich noch streamen. Ich habe noch das Live-Spiel. Ich habe noch das Quiz. Noch was? Nö. Live-Spiel und Quiz sind noch offen. Genau. Aber, ja, da müssen noch ein paar Leute in den Chat reinkommen, damit wir das Quiz starten. Aber wir können 4 gewinnt mal vorbereiten. Ich hole mir das hier mal, ups, ich hole mir das mal auf den Tisch. So. Ich hole mir das mal hierher und dann muss ich mal die zweite Kamera einrichten. Damit die das auch aufnimmt. So. Tiefer, damit ihr das besser sehen könnt. So. Gut, das würde dann so aussehen. So. Und jetzt wollte ich noch mal links und rechts.
Wollen wir noch die letzte Reihe aussehen hier? Ja. Jetzt wollte ich links und rechts nochmal grafisch einblenden, Zahlen und Buchstaben, damit ihr mir dann immer genau sagen könnt, wo ich hier was rein dödeln soll. So. Das heißt, am besten ist, ich hau das hier einfach mit rein. So, ich erstelle das mal eben. So, wie viele haben wir hier oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut. A, B, C, D, E, F, G. Das müsste reichen. Ich mache die jetzt mal auf ganz groß. Das ist noch zu klein. Dann machen wir mal auf 80. Ja. So. Das geht noch größer, ne? So ist doch perfekt. Genau, so ist perfekt. Jetzt muss das aber nochmal eingefärbt werden. So, da seht ihr schon mal A, B, C, D, E, F, G. Damit ihr es besser sehen könnt, haue ich die mal, glaube ich, auf knackig rot. So. Boom. Jetzt kann man das gut sehen. Und an der Seite müssen noch Zahlen runter. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Die dann wahrscheinlich auch auf 80, nehme ich mal an. Und die machen wir nur für die Übersicht mal knackig grün. So. Ja, die sind jetzt vom Abstand her zu groß. Dann muss ich die Leerzeilen dazwischen nochmal entfernen. So. Ja, das könnte man eigentlich schon direkt so lassen. Gut. A, B, C, D, E, F, G kann man deutlich lesen und Zahlen kann man auch gut lesen. So. Ja, zur Auswahl stehen Rot und Gelb. Ich entscheide mich mal für Gelb. Dann seid ihr rot, ja? Das kann ich ja auch noch mal kurz einblenden. So. So, und dann, ups. So. Das nochmal hier so hin. So. Und dann noch einmal, dass ihr rot seid. Die Shizu Gang. Oh. Ihr seid rot. So. Und wo ist das jetzt? Ja, ich sehe es gerade gar nicht. Ach, da oben. Ah, wie ist jetzt hingeschrieben? So. So. Dann habe ich das.
So. Gut. Könnte man ABC nochmal farblich ändern, damit man hier nicht durcheinander kommt mit Schiedsrichtergang rot und so und man das nachher vielleicht nicht versteht. Machen wir das da oben nochmal auf ein Pink. Kann man genauso gut sehen. So, ich wäre soweit. Seid ihr noch da? Novi. OBIT. Ihr dürft anfangen. Abwechselnd am besten dann immer. Ich spiele ja eh nur mit euch beiden. Dann immer abwechselnd. Wer von euch anfängt, ist mir egal. Sagen wir mal, da Novi auch hier mit zur Crew gehört, fängt OBIT an. Darf die erste Position, die ersten Koordinaten durchgeben. Wo soll das erste Steinchen rein? 4 gewinnt, also es müssen 4 diagonal, waagerecht oder senkrecht sein in eurer Farbe. Ihr habt die Farbe Rot. Und ja. Und dann wechseln wir uns immer ab und ihr wechselt euch auch immer ab. Das heißt, wenn jetzt OBIT anfangen sollte, dann ist als nächstes Novi dran. Aber als erstes brauche ich erstmal die Bestätigung, dass ihr überhaupt noch da seid. Dass ihr noch nicht eingeschlafen seid. Ansonsten, jeder andere Zuschauer, der noch am Start ist, kann gerne in den Chat reinkommen. Beteiligt euch hier aktiv, würde mich sehr, sehr freuen. So, Lenzomern ist am Start. OBIT auch noch am Start. Und ja, sehr gut. So, habt ihr Bock hier auf eine Runde 4 gewinnt? Ihr gegen mich. Ihr seid gelb. Nee, ich bin gelb, ihr seid rot. Ihr fangt an. OBIT sagt die ersten Koordinaten. Und dann bin ich dran. Und dann wieder Novi. Ihr seid ein Team und spielt gegen mich. 4 gewinnt, entweder diagonal, waagerecht oder senkrecht. Ja, aber ich glaube, das kennt jeder, oder? Von den Spielregeln her. Also. OBIT, wenn du Bock hast, dann hau die ersten Koordinaten raus. Zum Beispiel sowas wie 1A. Dann knall ich da den ersten Stein rein. Ja, eine Zahl brauche ich noch dazu. Obwohl, nee, von Anfang ist ja egal. D ist ja jetzt eh erstmal klar. Ihr habt, jetzt darf ich mit dem Farben durcheinander kommen. Schizogang ist rot. So, D ist hier. Die Zahlen braucht man gar nicht, ne? Die Buchstaben reichen doch. Die Buchstaben reichen doch. Ah. Ja, ich weiß schon, warum ich mich hier GK nenne und nicht Kevin, ne? Alpha Kevin, sag ich nur. Wollt's nur noch mal leise erwähnt haben. Okay. Zahlen sind also wurscht. So, jetzt bin ich dran, richtig? So. Ja, von Anfang ist ja wurscht. So, jetzt Lenzomern. Wo soll euer nächstes Ding rein? Also ich meine jetzt hier die Chips, ne? Alles andere ist mir egal, wo ihr was irgendwie... so. Lenzomern sagt E. Achso, da habe ich das. E ist hier, ne? So. OBIT. Wo soll der nächste Rote von euch rein? C. Lenzomern.
Lanzomern sagt B. Lalalalalap. Okay. O bei T. So, D. Lenzumern. Moment, das zeigt er mir hier gerade wieder nicht so gut an. Muss ich einmal kurz hier rüberholen. So. G. Ja. Hat er aufgepasst, ne? Hat er aufgepasst. Bin ich dran, ne? Bin ich dran? Ich bin dran. So, ja. O bei T. Wenn ihr große Buchstaben in den Chat schreibt, dann kann ich das ein bisschen besser lesen. Mein Kontrollmonitor, der ist irgendwie... Naja. Oh, so ein bisschen... Die sind schwierig zu lesen, die kleinen Buchstaben. Aber die großen, die gehen ganz gut. F. So, rot habe ich. F. Ah ja, okay. Das hatte ich selber noch gar nicht gesehen, aber dann macht F natürlich Sinn. Ja, wo kann ich meinen nächsten reinhauen? Wo kann ich meinen nächsten reinhauen? Der ist auch gut. So, ich mache einfach mal hier. Lenzomern. Lenzomern sagt F. Sag ich auch F. O bei T. E. Ups. Oh, ha. Okay. C. So. Was? Wer hat gewonnen? Wo? Vier gewinnt. Jetzt warte, jetzt komme ich ja nicht mehr hinterher. Was sollte ich jetzt? E, ne? Oder was? Ja, Mann. Verdammt nochmal. So, E. E. Ja. Ah, verflucht nochmal. Ich hab's nicht kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Ja, habt ihr sehr gut gemacht, ne? Applaus, Applaus, ne? Hat die Schizogänge gewonnen. Gut. Noch eine Runde oder was? Ja. Gut.
Ja, dann spielen wir noch eine Runde. Wenn Novi noch nicht ins Bett muss. Novi, was sagt der Dienstplan? Hast du noch Zeit für eine Runde? So. Hast frei morgen, ja, dann können wir ja hier Open End machen, ne? So, Moment, ich hole mich nur gerade nochmal hier mit ins Bild. So. Und dann noch einmal kurz spiegeln. Jawohl. Na? Jetzt. So. Gut. So, okay. Da bin ich wieder. So, ja, sollte noch jemand mit dazugekommen sein und schaut gerade zu. Hallo und herzlich willkommen hier zum Schizo-Streamer. Ja, wir machen heute länger als geplant. Normalerweise hatte ich ja nur 2 Stunden angesetzt. Die werden genau jetzt vorbei. Wir machen aber ein bisschen länger, denn es bringt ja gerade Spaß. Wir spielen 4 gewinnt. Wenn ihr auch Bock habt, dann kommt in den Chat rein, beteiligt euch. Ihr seid die Schizo-Gang, ich bin der Schizo-Streamer und wir spielen jetzt die 2. Runde und bei der 1. Runde hat gerade die Schizo-Gang gewonnen. Die Schizo-Gang besteht gerade aus 2 Teilnehmern. Aber normalerweise ist die Schizo-Gang viel größer, aber die schlafen wohl alle heute. So, okay, ja, wie immer dürft ihr anfangen, würde ich mal sagen. Und vorhin hat Obaiti angefangen, dann legt jetzt Lenzoman los. Lenzoman, hau raus. Wo soll der erst rein? C, gut. Obaiti. Darf jetzt nicht vergessen, dass man mich wieder sieht. Jetzt darf ich hier nicht wieder popeln oder so. Nein, habe ich auch gerade nicht. Ach, guck mal, das ist ja witzig, ne? Jetzt, guck mal, jetzt sehe ich mich hier. Jetzt kann ich mich selber streicheln. Oh, ganz braver Junge. Oh, ganz braver Junge. Ganz, ganz brav. Oh. Da mag ich das besonders. Da mag ich das ganz besonders. So, okay. D, ja. D. Eine Monster Hand, ja. So. Ihr wollt mich doch nur ablenken hier. So. Lenzoman. Ist das ein G? Ja, ne? Ein G. G ist hier ganz hinten. Obaiti. So, ich habe euren Stein geküsst. Lenzoman. Habt ihr mich gerade echt abgezogen, ne? Das
gibt's. Ich hab's echt nicht kommen sehen. Ich habe auch gar nicht gerafft, was ihr schon hier im Chat feiert. Naja, gut. So, F. Ja. Da darf ich keinen hinsetzen. So, Novi, sag mal, wo soll der nächste rein? Ja, ist ja gut, ist nicht witzig. So. F. Oh, hau ich meinen nächsten rein. Ich muss aufpassen, ihr seid... Was? War da falsch? Achso, was habe ich falsch gemacht? Leute, bringt mich nicht durcheinander. Habe ich was falsch gemacht? Lenzomern hat F gemacht. Habe ich doch bei F reingehauen. Dann schrieb Lenzomern nein, dann schrieb er lol. Und dann, och, war nicht. Ja, was denn jetzt? F habe ich doch gemacht bei F. Oder was war jetzt verkehrt? Ach, du warst nicht an der Reihe. Aha. Aber über dir steht der OBIT, der zuletzt was gesagt hat. Dann war es doch an der Reihe, oder nicht? Ich glaube, das war alles richtig. Na, wie auch immer. Bin ich jetzt dran? Ich glaube auch, dass es okay war, ne? Novi, ich glaube, es war alles okay. Jetzt bin ich noch dran, oder? Ich habe meinen Zug noch nicht gemacht. Ja, ich mach ja, Mann. Ja, es ist egal, ne? Es ist nicht egal, um Gottes Willen. Puh, da hätte ich beinahe schon wieder... Ah, nur Schwein gehabt. So. OBIT ist jetzt dran. Ja, moin moin liebe Zuschauer, kommt gerne mit in den Chat rein, beteiligt euch hier am Spiel. Ja, momentan nur zwei Aktive im Chat, das müssen mehr werden, denn es wartet auch noch eigentlich ein Quiz mit 10 Fragen und das wollte ich erst starten, wenn hier ein paar mehr im Chat sind. Also, wenn ihr zuschaut und Bock habt, kommt gerne in den Chat rein, beteiligt euch hier aktiv und dann startet gleich als nächstes das Quiz. So, ein G, richtig? Also hier hinten. So. Mache ich auch. Pass jetzt ein bisschen mehr auf. Habe ich die Schizogänge wohl ein bisschen unterschätzt vorhin. Jetzt muss ich mehr auf der Hut sein. Lenzomern. OBIT. D for
the win? So. Wer ist überhaupt dran? Ich oder ihr? Ihr, ne? Und ich soll jetzt bei D machen, richtig? Das gibt's nicht, ne? Was ist denn los, dass ich das nicht sehe? Ich wollte auch einmal gewinnen. Ja, also das Spiel streiche ich aus dem Programm. Das ist keine gute Idee. Das gibt's ja nicht. Nochmal oder was? Ich muss auch mal einmal gewinnen. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe das immer gar nicht. Aber gut, ich muss ja auch zwischendurch ja noch das alles hier bedienen, ne? Mit den Knöpfen und Schaltern und so, ne? Da bin ich natürlich auch ein bisschen. Das ist klar, ne? Das ist klar. Da seid ihr im Vorteil. So. Meine Güte nochmal. Ich muss doch einmal gewinnen. Okay, alle guten Dinge sind drei, also. Gewonnen habt ihr insgesamt ja dann sowieso schon. Aber mal sehen, ob ich jetzt einmal das packe oder ob ihr echt dreimal am Stück gewonnen habt. Das gibt's nicht. Ihr Hunde, ihr Hunde. So, okay. Vielleicht liegt's ja daran, weil ihr immer anfangt. So, okay. Dann, Obaiti, hau raus. Oh, Mann. Lentoman. Wo darf ich einlochen, Lentoman? Obaiti. Oh, ich muss echt aufpassen hier. Mann. D. Novi. Noch ist egal, ne? Wobei ihr wahrscheinlich schon irgendeine Intrige wieder plant. Schizo Gang. Ich dachte, wir sind Freunde. Obaiti ist dran. Novi.
Enzo-Man, was planst du? Was planst du wieder? Eine abgewichste Nummer. So, Lenzoman sagt D. Ist hier D? Ja, da ist D. Achso, ja, Mensch. Was überlege ich denn noch? Das wäre jetzt richtig peinlich geworden. Das wäre jetzt richtig peinlich geworden. So, OBIT. Da überlege ich noch. Oh Mann. So, D. Ich ziehe mit. Novi. Ach nee, das darf ich ja auch nicht. Das darf ich nicht und das darf ich nicht. OBIT. Ja. Muss ich. Lenzoman. Die Partie geht schon etwas länger, ne? Sehr gut. OBIT. Lenzoman. Sackgesicht. OBIT.
Ach nee. Ich, ne? Bin ich dran? Ich hatte nur Novi Zug gemacht, oder? Ich selber hab noch gar nicht. Oder? Hab ich schon? Weiß das jemand? Ich muss noch, ne? Ich hab ja auch einen gelben in der Hand. Ich bin noch dran. Okay. Wo kann ich denn den nächsten setzen? Nicht, dass ihr mich aus dem Hinterhalt da wieder irgendwo wegdrängt. So, jetzt aber OIT. Die Steine werden immer weniger. So viele sind es nicht mehr. Jetzt muss das gründlich überlegt werden, ne, Oberti? A. Lenzumern. Lenzmann sagt A. Ja, ich wollte jetzt auch aufhören zu streamen. Und es hat mir total viel Spaß gebracht. Und ich will nicht mehr. Was soll man machen, ne? So, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich müsste einmal kurz, ganz kurz wohin. Ich gratuliere euch. Ihr habt wieder gewonnen, sehr gut. Dabei wäre ich jetzt auch kurz davor gewesen. Man sieht es ja. Ich hätte meine nicht bei F reinhauen wollen, aber da habe ich es wieder mal nicht kommen sehen. Sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, meine Lieben, alle die zuschauen, kommt gerne mit in den Chat rein, beteiligt euch hier aktiv, denn es wartet noch ein Quiz und zwar mit 10 Fragen und die haben es in sich. Denn normalerweise, wenn ich hier mit euch quizze, dann ist es so ein mittleres Niveau. Aber es gibt ja einen im Chat, der heißt Nick, der nun ausgerechnet heute nicht da ist, der immer sagt, ach, das ist doch alles Bibifax und so. Für den habe ich heute extra die Quizfragen vom Niveau her erhöht. Und da startet das Ganze erst, wenn hier genug Leute im Chat sind. Jetzt sind wir hier zu zweit im Chat. Also wenn zumindest einer von den Zuschauern noch mit in den Chat reinkommt und sagt, okay, auf Quizzen habe ich auch Bock, dann starten wir gleich noch mit dem Quiz. Ja, ja, ich gratuliere euch. Also ich muss mal kurz verschwinden. Gebt mir mal so 2 bis 3 Minuten und dann bin ich auf jeden Fall wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid auch noch da. Und ich würde dann gerne das Quiz starten, wenn noch jemand hier mit in den Chat reingekommen ist. Ansonsten spielen wir noch eine Runde.
Moin Moin Schizos, da bin ich auch schon wieder, zurück vom stillen Örtchen. Herzlich willkommen hier beim Schizo-Streamer für jeden, der noch neu dazugekommen sein sollte. Ja, wir haben hier gerade zuletzt 4 Gewinn gespielt und Schizo-Gang gegen Schizo-Streamer und ich habe die Schizo-Gang gnadenlos abgezogen. Sie hatten einfach keine Chance, ich war einfach besser. Ja, gut, stimmt nicht ganz. Die Schizo-Gang hat auch einmal gewonnen. Die Schizo-Gang hat 3-mal gewonnen von 3 Spielen. Ich habe gar nicht gewonnen. Ja, so viel dazu. Naja, gut, was soll ich machen? Ja, ich habe gesagt, nach 3 Runden ist Schluss. Aber gut, eventuell spielen wir noch eine Runde, wenn ihr Bock habt. Ich habe aber auch noch ein Quiz parat. Ein Quiz mit 10 Fragen. Dafür müssten allerdings hier noch 1-2 Leute mit in den Chat reinkommen, damit das Ganze ein bisschen aktiver ist. Dann könnt ihr nämlich raten. Zu gewinnen gibt es natürlich nichts. Naja, was heißt natürlich, aber was soll ich hier jetzt schon raushauen? Hier ist ja nichts. Ich habe ja nichts. So. Also, just for fun wäre das Quiz und da könntet ihr euch quasi so ein bisschen gegenseitig battlen, wer mehr weiß. Ja, das würde ich starten, wenn aber hier zumindest noch irgendjemand zusätzlich in den Chat mit reinkommt. Also, bitte kommt doch in den Chat mit rein, denn das ist doch hier extra ein Stream, der ja, euch die Möglichkeit gibt, hier richtig interaktiv an dem Ganzen teilzunehmen. Und dementsprechend bin ich dann auch wiederum auf euch angewiesen, denn sonst kann ich hier nichts machen. So, also Freunde, wir ergänzen uns ja hoffentlich. Aber Lenzoman und Obi-T, seid ihr noch da? Habt ihr auch noch mal kurz einen weggedrückt? So. Hier Novi. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Novi, schau mal. Ich hab hier... Die kommen dir doch sicherlich bekannt vor, oder? Ups, warte mal. So. So. Die schmecken sehr, sehr gut. Davon gibt es 3 Sorten. Ist natürlich so ein bisschen nachgemacht. Und ich finde die sehr, sehr lecker. Und ich gönne mir jetzt hier mal zwischendurch ein. Okay, dann bereite ich hier mal 4 Gewinn wieder vor. Einmal die Steinchen wieder alle auskippen. Mein Kater Carlo, der spielt gerade im Hintergrund mit seiner kleinen Plüschmaus und die jagt da gerade wieder quer durch die Bude. Freuen sich wieder die Nachbarn unter mir. Ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung. Und eigentlich darf ich hier sowieso keine Katzen haben. Aber es bleibt unter uns, ne Schizos? So. Novi. Bist du noch da? Lenzoman. So. Also. Wir können einfach mal starten. Lenzoman ist da. Sehr gut. Ja. Überleg gerade. Ich hätte noch... Na, das ist wahrscheinlich... Ich hätte noch ein anderes Spiel. Da habe ich mir auch schon mal überlegt, ob man das hier so gestalten kann wie das hier mit Buchstaben und so. Ich überlege gerade, aber das, glaube ich, braucht ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Das könnte man jetzt nicht so eben mal schnell machen. Na gut, dann spielen wir hier nochmal eine Runde. Vielleicht habe ich ja dieses Mal Glück. Vielleicht werdet ihr auch langsam müde und könnt euch nicht mehr so konzentrieren und das wäre dann meine Chance. Mal sehen. Ja, ich bin trotzdem immer noch so nett und sage, ihr dürft anfangen. Scheinbar scheint das ja das Ding zu sein, weswegen ihr andauernd gewinnt. Der Kater versteckt sich hier hinter einem Greenscreen und spielt da rum. Da jetzt guckt er, ihr könnt ihn nicht sehen, ne? Hier, warte mal.
Hallo. Na? Hier, sag mal hallo. Geh mal ein Stück zurück. Na? Gut. Also das war Carlo. Mein Kater. So. Wollen wir das hier wieder richtig einrichten? Ja. So. So ist gut. Okay. Also dann. Auf ein neues. Wer fängt von euch beiden an? Ober-IT, glaube ich, oder? Oder? Warte mal. Es fing an Ober-IT, dann war Novi, dann Ober-IT. Nee, Novi. Lenzoman ist dran. Lenzoman, wo geht das erste Steinchen hin? Nebenbei futter ich jetzt hier das Ding da, ne? Den Joghurt. Novi, kommt dir der Joghurt bekannt vor? Hier, ne? Hab ich gerade schon einmal gezeigt. Oh, so. Kommt dir bekannt vor, ne? Ja, die schmecken sehr gut. Hol ich mir jetzt öfter. So, also, okay, wo haben wir hier E? Da. Ober-IT. So. Novi. E. Ich sehe es nicht kommen, ne? Na. Ah. So. Ober-IT. Novi. War in letzter Zeit mal jemand bei McDonald's und hat dort vielleicht mal den Chili Cheeseburger probiert. Burger King hatte nun schon länger den Chili Cheeseburger und den finde ich dort ziemlich geil. Jetzt hat McDonald's auch einen und ich finde den dort scheiße. Naja, das nur mal so am Rande erwähnt. Wer teilt diese Meinung mit mir? So, F, ne? Ober-IT. Lenzoman.
Idee hier. Ja. Obei Tee. Gentlemen. Was ist dein Plan denn da oben auf E? Ach so. OYT. Lenzman. Ja, irgendwann musste das ja mal passieren, ne? Danke, danke. Ich höre den Applaus bis hierhin. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, aber trotzdem, ihr seid die wahren Gewinner. 3 gegen 1. Ja. Hau rein, Lenzeman. Auf Wiedersehen. War auf jeden Fall sehr witzig. So. Gut, dann haben wir das. Haben wir das auch abgehakt. Jetzt habe ich auch mal gewonnen. Puh, oh, Schwein gehabt. Ich dachte, ich gewinne hier gar nicht mehr. So. Dann, genau, die Geschichte, die Sachen Geschichte. So. Das kann man auf jeden Fall mal öfter machen. Das war doch sehr amüsant. Ja, wie gesagt, ich hätte eigentlich hier noch ein Quiz gehabt für heute, aber ja, dafür müssen schon so 2 bis 3 Leute im Chat sein, damit es einfach Spaß bringt zu schauen, wie, wie antwortet ihr und dass man so ein bisschen vergleichen kann und nachschauen kann. Ja, naja. Ansonsten hätte ich sonst noch was gehabt für heute. Das Quiz auf jeden Fall noch. Das Live-Spiel haben wir auch gespielt. Nö. Ansonsten alles erledigt. Ja, ich würde sagen, dann beende ich doch den Stream. Geplant waren nur 2 Stunden und jetzt am Ende sind es 3 Stunden. Ne? Sind wir schon bei 3 Stunden? Ja. In 15 Minuten sind wir bei 3 Stunden angelangt. Ja, ich bedanke mich natürlich bei OBIT, dass du hier mitgemacht hast, dass du hier in den Chat reingekommen bist. Würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Du könntest mir ja folgen und dann bist du immer auf dem Laufenden. Ansonsten kannst du auch gerne mal auf die Panels schauen, die hier unter dem Video sind oder unter dem Punkt Info.
Dort gibt es ein Panel, dort steht immer ganz genau, wann und wo ich das nächste Mal wieder am Stream bin, weil es ja immer so ein Hin und Her zwischen YouTube und Twitch ist. Aber ganz allgemein gesagt, auf YouTube bin ich immer samstags ab 20 Uhr, also morgen, und hier auf Twitch immer am Dienstag und am Freitag ab 20 Uhr. Also die Uhrzeit ist immer dieselbe, 20 Uhr und in der Regel 2 Stunden. Aber es gibt natürlich auch immer die spontanen Streams, die nicht geplant sind. Die stehen natürlich nirgendwo, deswegen lohnt sich auch eben mir zu folgen. Ich sehe schon, Follower hat sich um einen erhöht, vielen lieben Dank. Und genau. Und auf YouTube lohnt sich dementsprechend das Abonnieren. Ja, kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Dort vor allen Dingen gibt es ja die Playlist Live-Shows und dort kann man sehen, was ich die letzten Samstage so gemacht habe. Und das ja, war nicht ohne. 25 verrückte, kranke, bescheuerte Sachen habe ich gemacht. Zum Beispiel mir direkt Zitronensaft ins Auge getröpfelt, mir ein Nasenhaar gezogen, mein Bein hinter den Kopf geklemmt, mich als traurigen Clown geschminkt, mein Gesicht mit Haarwachs eingerieben und dann in Glitzerstaub paniert und rohes Ei getrunken, rohe Zwiebel gegessen und vieles, vieles mehr. Es gibt bereits 2 Ausgaben davon. Ich mache dann immer 25 verrückte, kranke, bescheuerte Sachen, die ja ekelhaft sind, die schmerzvoll sind, die auf jeden Fall für mich persönlich eine Herausforderung sind. Und davon gibt es morgen den 3. Teil. 4 Teile sind geplant, damit ich am Ende sagen kann, ja, ich habe 100 verrückte, kranke, bescheuerte, dämliche Sachen gemacht. So. Also morgen die 25 nächsten Aufgaben, die auf mich warten. Vielleicht hast du ja auch nochmal Lust und bist dabei. Morgen also ab 20 Uhr auf YouTube. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch bei allen anderen natürlich, auch die hier nicht im Chat aktiv waren, aber ich sehe es an der Zuschauerzahl, dass da dennoch die ganze Zeit welche zugeschaut haben. Ja, dementsprechend auch da nochmal ein Dankeschön und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt oder mich abonniert. So, dann eine gute Nacht und vielleicht dann hoffentlich bis morgen 20 Uhr auf YouTube. Also, macht's gut, wir sehen uns hoffentlich, bis dann und tschüss, gute Nacht.